Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Video. Das Ganze soll ein Tutorial der erweiterten Lava Farm sein, und zwar hatte ich darüber ja bereits ein Video gezeigt gehabt. Und ich habe das Ganze jetzt nochmal optimiert bzw. verkleinert, weniger Komponenten eingesetzt, sodass das von den Materialien viel einfacher umzusetzen ist. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, wie das jetzt läuft. Wenn wir quasi in unserem Heim mal Lava benötigen, haben wir jetzt hier eine unendliche Lavaquelle, die benutzen wir. Er wird reingesogen, gewechselt, getauscht und der Boden zieht sich jetzt hier auch schneller ein. Das war bei den anderen ja durchaus ein Problem, dass das hier mal ein bisschen länger gedauert hat. Genau, da braucht es halt wesentlich länger und ich habe jetzt die Zeiten einfach verkürzt, optimiert und verbessert. Und jetzt haben wir hier eine kompakte, schmale, unendliche Lavafarm, die ihren Zweck, denke ich mal, sehr gut erfüllt. Übrigens, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. So könnt ihr mich kostenlos unterstützen und verpasst keine weiteren Videos mehr. Vielen Dank. Aber kommen wir mal zu den Materialien. Ihr seht, einige sind da schon, aber doch nicht so viele. Zu diesen Stalagmiten, die jetzt in der neuen 1.17 hinzugefügt worden sind, kann ich nur so viel sagen, ihr könnt die mit Silk Touch abbauen. Oder ihr baut den oberen ab und lasst die zwei, drei unteren einfach runterfallen, dann ploppen die auf und ihr könnt die auch einsammeln. Das ist, denke ich mal, einfach mal eben finden und dann kann man die auch ganz gut nachbauen. Das Ganze hier sind Baublöcke, da könnt ihr euch natürlich frei austoben. Was die Redstone-Thematiken angeht, da sollten wir natürlich gleich bleiben. Ach übrigens, das habe ich vergessen, ihr braucht natürlich auch die Cauldrons, sonst kommt da halt nicht viel, weil die Lava muss auch irgendwo eingespeist werden. Da brauchen wir dann auch noch ein paar. So, wir starten einfach mal mit dem typischen Aufbau. Hier haben wir einmal unseren Start. Dort hinter befindet sich einfach nur eine volle Wand. Das könnt ihr schon mal so bauen. Das wird quasi später euer Output werden, wo ihr die Lava drüber zieht, wie hier vorne. Nun beginnen wir einmal hier direkt hinter den Cauldron einen Block zu setzen, wo wir einen Konkurator draufstellen. Ein Observer, der in der Richtung natürlich von weg geht, da der das Signal hier einspeisen soll. Das könnt ihr hiermit einmal ausprobieren. Aber vergesst ihn auch wieder dann nicht umzustellen. Als nächstes setzen wir hier einen Block dran und einen normalen Piston, der nach unten geht. Die Blöcke entferne ich mal direkt, weil die brauchen wir nicht mehr. Nun gehen wir einmal von dieser Seite zwei nach unten weg. Und auch wieder hier einmal zwei weg. Wir setzen hier einmal einen Repeater hin, der so bleibt, wie der ist. Mit drei Redstone, sodass das hier so aussieht. Im nächsten Schritt setzen wir hier wieder einen Observer hin und einen Sticky Piston. Er sorgt dafür, dass der Block bzw. der Boden einmal kurz entzogen wird. Genau, so soll das dann aussehen. Und jetzt haben wir schon mal den Grundmechanismus, dass der Block immer ein- und ausgezogen wird. Jetzt nehme ich mir mal einmal unkenntliche Blöcke zur Hand. Ihr könnt natürlich da eure normalen Baublöcke benutzen. Ich mache das jetzt einfach nur, damit es ein bisschen sichtlicher ist. Wir gehen von den Pisten einmal zwei Blöcke nach unten, einen Redstone-Block und zwei und einen wieder nach unten. Und jetzt kommen wir auch eigentlich sogar schon zum schwersten Teil, was auch nicht sonderlich schwer ist, aber ja. Wir setzen den hier auf der dritten Stufe, also 1, 2, dass er jetzt drei von denen entfernt ist mit der Standard, wisst ihr? Von dort aus setzen wir eine Redstone-Leuchte hin, warte, den entsorge ich mal eben wieder. Eine Redstone-Leuchte, ein Observer, wieder ein Repeater, der auf Maximum ist. Von dort aus gehen wir wieder mit einem Observer nach oben und setzen hier einen vollen Block drauf. Das ist wichtig, dass hier der volle Block ist. Zu guter Letzt folgt eigentlich nur noch die zwei Sticky Pisten. Die kommen dann einmal hier an der Seite dran. So, dass das dann so aussieht. Denkt dran, den in der richtigen Richtung zu zeigen und die zwei Sticky Pisten hier zu benutzen. Und das ist auch eigentlich schon das Schwierigste an dem Part. So, was wir jetzt einmal erschaffen haben, ist, wenn hier nun ein Update entsteht, dass der Boden eingesogen wird und er schon mal hinuntergezogen wird. Jetzt wollen wir natürlich noch, dass er einmal die Cauldrons alle in der Reihe wechselt und im besten Fall auch wieder hochdrückt. Das Ganze realisieren wir über einen kurzen Impuls. Dazu nehmen wir uns einmal einen Dispenser und einen Hopper zur Hand. Den Dispenser packen wir hier direkt unter die Lampe und den Hopper dann direkt unter den Observer, dass er hier wieder in den Dispenser reinschaut. Nun packen wir hier einfach irgendeinen Block rein. Von dort aus nehmen wir uns einmal einen Komparator, der das Signal später erkennt. Dicht gefolgt von einem Repeater, der auf Maximumstufe steht.
und einen vollen Block dahinter. Im besten Fall sollte das jetzt so aussehen. Und da das Signal ja kurzzeitig auch wohl gespeichert werden sollte, werden wir jetzt hier einfach einen Kondensator einbauen. Den realisieren wir wie folgt. Einmal so. Und die drei Redstone dahinter. Nun haben wir auch schon eine Speichereinheit geschaffen. Von dort aus gehen wir einen Block wieder nach hinten und einen Block hier seitlich hoch. Dort können wir schon mal Redstone platzieren, dass das Ganze so aussieht. Im nächsten Schritt nehmen wir uns hier wieder zwei Repeater zur Hand, die auf Maximum eingestellt sind. So, zuvor werden wir aber hier noch einen Piston hinstellen, der quasi einen Block mit Abstand hier drunter steht, auf dem Block, den ihr jetzt gerade benutzt habt. Wir setzen dann hinter den Repeater einen Block hin und hier einfach einen Redstone. Somit haben wir auch schon wieder den Reset. Nun gehen wir hier mit einem Redstone wieder höher und setzen dort hinter einen vollen Repeater. Anschließend setzen wir dort hinter einen Block, den letzten Dropper und den letzten Hopper, schmeißen hier wieder einfach einen Block rein und decken das Ganze zu, dass hier keine weiteren Items reinfallen können. Und dort hinter lesen wir das Signal einmal aus mit einem Komparator. Und zu guter Letzt sollen natürlich die Coordinates auch einmal verschoben werden. Das realisieren wir dann so. Was wir jetzt schon mal machen können, sind die Coordinates einmal zur Hand nehmen und setzen die dort einmal hier drunter her. Hier nichts hinstellen, der Block muss frei bleiben. Und ziehen den dann jetzt hier so lang, wie wir den nun mal benötigen. Da ich den recht kompakt haben möchte, belasse ich das bis hierhin. Solltet ihr mehr Lava benötigen, als nur ab und an einmal zu benutzen, dann rate ich euch, den einfach nach hinten zu ziehen. Also können die später schneller mit Lava befüllt werden. Ansonsten kann ich euch gerne das andere Tutorial anraten. Mein Gott, jetzt habe ich es aber auch. Dort ist das hier sehr effizient gehalten. So, im nächsten Schritt machen wir natürlich jetzt die Kette weiter. Den entfernen wir. Hier soll ja alles frei bleiben. Und gehen dann hier auch eigentlich direkt wieder weiter. Dort setzen wir einfach einen Observer dahinter. Einen Sticky Piston. Anschließend setzen wir hier hinter einen Redstone-Block, einmal hier einen Hilfsblock und einen normalen Block wieder. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir wollen hier hinter einen Piston hinsetzen. Quasi so. Das Ganze sollte jetzt so aussehen mit dem Redstone hier oben drauf. Das passt, denn wenn jetzt hier dann der Coldon hingeschoben wird, wird er direkt nach vorne geschoben. Die Kette verlängern wir einmal, wieder bis hier vorne hin, quasi bis hier. Nun erkennt der andere Observer das auch wieder, dass hier ein Block angekommen ist. Und das wiederholen wir jetzt einfach mal. So, haben wir das nun identisch hier aufgebaut, erkennen wir, dass der auch wieder nach vorne geschoben wird. Das funktioniert ja soweit. Hier können wir das leider nicht so wiederholen, wie wir das gerne hätten. Da müssen wir einmal umbauen, mehr oder weniger. Hier setzen wir dann den Observer hin. Können dann sogar weg. Setzen hier hinter einmal einen Block, da oben drauf den Sticky Piston mit einem Redstone drauf. Ein Redstone Block, so. Und dann fehlt eigentlich hier nur noch der normale Piston. So, was wir jetzt einmal machen, ist einmal uns Lava zu besorgen. Im besten Fall habt ihr das schon. Und dann gehen wir mit Stein einmal einen Block über die Cauldrons, beziehungsweise dass ein Block frei ist, einmal hier entlang. Hier kann natürlich die Wand später fortgesetzt werden. Das werde ich jetzt auch einfach mal aus Dekorationszwecken machen, beziehungsweise zur Veranschaulichung. Und dann setzen wir hier einfach weiter mit dem Stein. Hier nicht, weil hier ist kein Cauldron drunter. Jetzt haben wir hier einmal die 4, die 3 und die 4, quasi über den Cauldrons die ganze Zeit. Dort können wir auch schon die Stalagmiten verbauen. So sieht das Ganze nun aus. Was jetzt noch folgt, ist einmal eine Glasumrandung, beziehungsweise ihr könnt auch einfach Blöcke benutzen. Ich benutze jetzt einfach aus Dekorationszwecken Glas, beziehungsweise so, dass ihr das besser erkennen könnt, was jetzt hier passiert. Genau. Und dann umrahmen wir das quasi einfach einmal komplett. Dann sieht das so aus. Und dazu setzen wir Lava. Wichtig ist, dass überall ein voller Lava-Block ist. Weil ansonsten funktioniert die ganze Farm bzw. Quellen hier nicht. Dementsprechend müsst ihr leider 11 Lava-Buckets haben. Aber entweder habt ihr eine gute Mine oder geht eben in die Hölle. Und ihr seht, die Becher füllen sich hier schon. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen.
Ihr könnt mir gerne ein Feedback in den Kommentaren schreiben, ob ich das so gut erklärt habe, ob ihr das so zum Nachbauen auch verstanden habt. Und ansonsten würde es mich sehr freuen, dass ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video auch so gefallen hat. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich. In diesem Sinne, ciao, ciao.